Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Neues Spiel. Random wird auch einfach mal schauen, was wir bekommen. Maggie, der Tank. Viel Leben, wenig Damage und unser erster Item Room ist $3 Bill. Zufälliger Träneneffekt pro Raum. Ist schon auf jeden Fall zumindest schon mal ein interessanter Anfang. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Maggie. Spectral Tears, okay. Oder? Nee. Es sei denn, Spectral Tears wurden verändert. Sieht aber sehr aus wie Spectral Tears. Okay, checken wir mal hier rechts. Nope, dammit. Fehlt noch die große. Okay, alle erwischt. Was denn? Keine Belohnung? Ich bin enttäuscht. Boss müsste dann hier oben irgendwo sein. Das ist ein interessanter Tränen-Effekt, den ich nicht einordnen kann. Boss? Ja, da ist doch unser Boss. Wen haben wir denn? Dingle. Hi, Dingle. Und natürlich mal wieder keinen vernünftigen Tränen-Effekt für den Boss. Charge 1, Charge 2, Charge 3. Sehr enttäuschend. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Okay. Nochmal Rotz. Spawn, Rotz. Charge 1. Nee, kein Charge. Okay, jetzt aber Charge. Nee, immer noch nicht. Alter, was ist denn mit dir los? Okay, Charge 1, Charge 2, Charge 3. Und... Joink. Spawn und Rotz. Charge 1, Charge 2, Charge 3. Und Tschüssi Dingel. Pentagram. Damage Upgrade. Das ist natürlich nice. Dann sind wir hier soweit fertig und verschwinden auf den nächsten Floor. Hey ho, let's go. Basement 2. Und wir kämpfen direkt gegen Pride. Na, super. Aber das Pentagram hat Wunder für unseren Damage Output getan. Also immerhin etwas. Okay, Tarotkarte ist wie Emperor. Teleportiert uns in den Bossraum. Ich würde fast mal vorschlagen, das machen wir direkt. Und kämpfen gegen Monstro. Alles klar. Das hier scheint ein interessanter Tränen-Effekt zu sein. Ah. Wir haben also hin und wieder eine Chance, Explosivschaden zu verursachen. Alles klar. Patchet Boy. Kleingeld. 11 Cent. Okay. Und unser Deal ist mal wieder Krampus. Was für eine Überraschung. Das sieht aus wie Mums Contact-Schüsse. Das heißt also, wir dürften hin und wieder die Chance haben, Krampus einzufrieren. Ja. Okay. Laser. Dachte ich mir. Oh. Und Krampus Head. Das ist natürlich nice. Dann schnappen wir uns ganz kurz nochmal das Yum Heart. Oh. Unsere roten Herzen sind wieder voll. Zerstören noch schnell die Feuer. Und suchen unseren Item Room. Ah, Rainbow Poop. Von der ich immer noch nicht sicher bin, was sie tut. Ich sollte vielleicht einfach mal das Wiki checken, aber es ist eigentlich nicht meine Art. An und für sich war eigentlich der Plan, dass ich die Sachen hier selbst lerne. Aber auch das scheint nicht unbedingt irgendwie meine Art zu sein. Okay, was haben wir hier? Euch. Oh, Homing Tears, cool. In Kombination mit Brimstone bestimmt ganz cool. Okay, Bombe. Da ist unser Item Room. Ist das Number One? Sad Onion? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Das ist definitiv ein Tinted Rock. Spirit Herzen, nice. Na komm her. Oh, jetzt killen wir noch dich. Und bekommen ein rotes Herz. Mäh. Okay, Item Room. Attack Fly. Distant Admiration. Das ist ein interessanter Tränen-Effekt. Okay.
Das sieht aus wie Mirror. Und dann sind wir hier schon wieder soweit fertig. Nächster Floor. Cellar 1. Caves 1. Nicht Cellar. Dings. Anuswolke, chill. Okay, Curse Room. Really? Ich sollte mir angewöhnen, da nur reinzugehen, wenn ich auch Bomben habe oder fliegen kann oder was auch immer. Au. Well, fuck you too. Okay, warum das legitim war mit dem Umentscheiden mit der Zielrichtung, hinterfrage ich jetzt mal nicht. Hier sieht ja schräg aus. Okay, was haben wir hier? Fun times, wie es aussieht. Du bist tot. Okay, ihr seid auch tot. Bomben. Bomben sind schon mal schön. Item Room. Hey! Bam! Cricket Set. Damage Upgrade. Quizfrage. Gibt es noch Max's Head als Item? My Reflection. Respektive Mirror. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Okay, und der letzte. Okay, erwischt. Halbes rotes Herz, keine Verwendung. Boss Room. Ihr seid ganz schön schnell. Ihr solltet eigentlich gar nicht so schnell sein. Noch ein Schlüssel, das kommt schon mal sehr gut. Okay, das ist ein ziemlich nichtssagender Raum. Und das ist unser Boss Room. Okay, überstanden. Boss Room Hype, den haben wir. Pestilence. Okay. Pestilence geinstakillt. Ball of Bandages. Und der Pact. I guess why not. Mehr Damage. Jetzt haben wir einen sehr interessanten Maggie Run, wenn ich ehrlich bin. Unsere Range ist noch ein bisschen niedrig, aber ansonsten eigentlich nicht zu unterschätzen. Okay, nächster Floor. Speed Run. Okay, Caves 2. Schönes Ding. Haben wir hier. Boomflies. Und ein Arcade. Ich tippe mal, wir können davon ausgehen, dass wir auf dem letzten Floor schon eine hatten. Mom's Toenail. Keine Ahnung, was das Item macht. Blast Assist. Ball Blast Assist. Ja, mehr Cash. Jetzt ist der Shop eine Option. Schauen wir mal hier unten. Zwei Golden Poops. Nur dumm, dass wir nicht fliegen können. Eins, zwei, drei. Ne, nur zwei. Okay, was gibt's hier? Au. Cheater. Item Room? Nein, Self-Sacrifice Room. Item Room? Nope. Ah, Top Secret Room. Schön. Cool. Vier Pillen. Sehr gut. Pheromones. Lockdown. Meh. Wow, das war sehr interessant gerade. Der Tränen-Effekt. Aber okay. Triple Shot. Wieder dieses Sichelgedöns. Das sah aus wie eine Form von Set Onion. Komischen Gurgelkörper. Woo! Ah, das war wahrscheinlich der Effekt von Mom's Toenail, wenn ich sie jetzt mal raten müsste. What the fuck? Wie soll man diesen Raum denn halbwegs überstehen? Okay, ich bin beeindruckt. Ich wurde nicht getroffen. Na komm schon. Dammit, dagegen konnte ich nichts machen. Unbekannt. Na komm. Alter. Geht doch. Truhe. Okay, Item Room. Let's fetz. Mom's Bra.
Wow. 48 Hour Energy ist natürlich sehr geil in unserer Situation. Und unser Boss muss definitiv nach hier... Wow, unser ganzes Leben ist auf einmal flöten gegangen, sehe ich gerade. Okay. Shop, save me. Okay. 9 Volt, quicker Item Charge. Ich hätte eigentlich das Spirit Hearts nehmen sollen, aber... nein, Mann! Shit. Kann ich hier irgendwie den Seed rausfinden? Boah, wie ätzend. Lass mich raten. Hey, nein, nicht mal. Oh, Guppy's Collar. Why not? Ich vermisse die Damage Upgrades, das war schön. Diese Fliegen sind so sau ätzend. Scent. Item Room. Daddy Longlegs. Nicht gerade ein optimales Item. Hier, was haben wir hier? Dingles. Kein Boss. Blast Assist. Okay. Stirb, Blast Assist. Schlüssel. Ist mal schnell geheilt. Das hier sieht nicht nach einem guten Raum aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Nope. Okay. Halbwegs überstanden. Müssten die ganzen Sachen nur noch sterben. Fehlt noch der Champion Gusher hier drüben. Stirb, Champion Gusher. Okay. Und Pille. Lemon Party. Düdüm. Mehr Fliegen. Ich bin immer noch der Meinung, der Tod eben war absoluter Bullshit. Okay, was soll's? Duke of Flies, okay. Wenigstens greift Daddy Longlegs direkt den Boss an und nicht erst die Kackfliegender. Okay. Boss ist tot. Stem Cells, HP Upgrade, Shot Speed Upgrade. Nächster Floor. Auf geht's. Basement 2, Basement 2. Klotti, totes Klotti, Pille. Bomb. Fuck you, Isaac! Fuck you. Das kann's doch mal echt nicht sein, ey. Dass mir das hier gerade radikal einfach mal den Schlüssel genudelt hat. Okay, Schlüssel. Schon besser. Item Room. Wenn du gut bist, spiele ich weiter. Wenn nicht, quittiere ich den Dienst. Es ist doch unglaublich. Okay, gib es hier. Schlüssel. Da ist unser Boss. Schauen. Wen haben wir denn? Monstro. Dann mal schnell vieren. Okay. Stampf. Schönes Ding. Okay, einen Stampf brauchen wir noch und dann ist auch Monstro tot. Yep, Monstro ist tot. Meat. Damage und HP. Wieso wunderte mich das jetzt nicht? Okay. Auch da gab es nichts. Dann nächster Floor. Also das war schon ein ziemlicher dick Move von Isaac, wenn man so drüber nachdenkt. Checken wir mal hier oben. Self-Sacrifice Room. Nope. Ebenfalls nope. Haben wir hier einen ganzen Haufen Charger. Ja. Ja, die Viecher hier killen. Fehlt noch der eine da unten. Okay. Da ist unser Item Room. Pheromones.
wenigstens. Das war ganz praktisch. Telepathy for Dummies. Homing Tears für einen Raum in Buchform. Whoop-di-doodle-doo. Können wir eigentlich direkt mal benutzen. Dürfte uns die Sachen ein wenig einfacher machen. Na los, stirb. Ciao, Fliege. Okay, Bossroom müsste hier irgendwo sein. Verfluchte Champion. Die, Mofo. Okay, zwei Bomben. Okay, Boss. At least not yet. Schlüssel, schön. Boss. Immer noch nicht. Was soll denn das? Okay, jetzt aber Boss. Nee. Oh, schnapp sie dir. Sehr schön. Oh, nicht aufheben. Da ist doch unser Boss. Okay, dann können wir mal schnell die Silkworms hier unten. Hm. 4 und 5. Und unser Boss ist mega fatty. Okay. Ganz toll. Daddy Longlegs. Super. Okay. So ein beschissenes Timing, ey. Nee. Na, geht doch. Endlich hat er mal... What? Getroffen. Also das mit dem Ausweichen gerade war absoluter Bullshit. Beziehungsweise mit dem, dass er mich da noch getroffen hat mit dem einen Hüpfer-Stampf-Ding. Oh, stirb. Okay. Range Upgrade. Nächster Floor. Wir versuchen jetzt einfach mal rote Herzen zu vermeiden oder generell Herz-Pickups, um Eve freizuschalten. Das hier hätte ganz leicht mein Ruin werden können. Okay. 3, 4. Okay. Whoop, beinahe. Okay, was haben wir hier? Nichts Interessantes. Item Room? Nein. Item Room hier lang? Nein, nur ein paar Keeper. Ein paar tote Keeper speziell. Checken wir mal. Da oben kann es nicht sein. Also checken wir als nächstes mal unten. Würde ich zumindest vorschlagen. Kürzester Weg. Oh, letzte Fliege, whoop. Also, das war der falsche Pfad. Dann muss beides, whoop. Nach hier rechts sein. Gott fucking damn it. Globens. Globens, please. Okay, Truhe. Noch eine Bombe. Mehr Kleingeld. Item Room? Nein. Aber Teratoma. Die schwierige, sozusagen, Fistula. Ah, und ein Golden Key. Der natürlich wiederum ist nice. Rück mir nicht so auf die Pelle. Okay. Rubber Cement, Bouncing Tears. Okay, ich glaube, das sollte ich nicht in Kombination mit Ipecac verwenden. Okay, das hier wäre ein sehr guter Moment für Daddy Longlegs. Und Daddy Longlegs hat's verkackt. Hm. Schauen wir mal, haben wir hier Nubbins. Aber ich glaube, mit Bouncing Tears wäre Range nicht verkehrt. Der Hollow. Das hier sorgt zumindest dafür, Scab, HP und Luck Up. Das hier sorgt zumindest dafür, dass unsere unsere Tränen öfter treffen können. Let's see, ja, Eve freigeschaltet, sehr schön.
einfach nur zwei Räume überspringen. Zwei Floors, keine Herzen aufheben, meine ich. Ja, damit. So viel zu dem Deal für den Floor. Jetzt darf ich zumindest wieder Herzen aufheben. Okay, noch ein Cent. Schön. Gucken wir mal hier oben. Ihr Mistviecher. Tarotkarte. Two of Hearts. Verdoppelt die Anzahl unserer roten Herzen innerhalb unserer Container. Nope. Daddy Longlegs, tu deine Arbeit. Schön. Okay, fehlt noch ein Knight. Okay, erwischt. Ist zwar unwahrscheinlich, aber wir sollten trotzdem links checken. Okay, das heißt also, wir müssen vermutlich durch den großen Raum da rechts durch. Anuswolken. Dammit. Okay, oh, da ist ja noch einer. Okay, 5 Cent. 5 Cent sind gut. Checken wir mal hier oben. Nope. Wir sind so underpowered. Nochmal 5 Cent. Unten? Nope. Nur mehr Knights. Okay, alle tot. Truhe. Irgendwas drin? Nur Cash. Keine interessanten Sachen. Jupp, Schlüssel. Ein Schlüssel zumindest ist etwas ouch interessant. Das. Ruhe. Mehr Kleingeld. Ehrlich gesagt nicht mal mehr wert, das Zeug aufzuheben. Mehr Knights. Was für eine Überraschung. Okay, noch eine Bombe. Oben. Ja, Item Room. Woo. Was bist du? Speedball. Speed und Shot Speed. Juppdi-dudu-du. Nicht wert. Hollow. Okay, wieder keine Endraumbelohnung. Also zumindest nichts Brauchbares. Schauen wir doch mal, was in der Truhe drin ist. Hm, weiterhin nichts Relevantes. Shop. Greed. Große Überraschung. Au. Okay, Greed ist tot. Okay, ganzen Cash wieder einsacken. Schlüssel eingesammelt. Hoffen wir mal, dass der Boss hier in der Richtung ist. Ja, ist er. Ist schon mal ganz schön. Üpp, da war ich gerade so ein bisschen stuck. Ja, fehlt noch der letzte. Okay, das waren alle Wies. Wiggleworm könnte interessant sein in Kombination mit diesen Bouncing Tears. Ja, ist es durchaus. Und wir kämpfen gegen War. Hm. Dann mal schnell hier wieder unseren Dingens anwerfen. Ja. Da war wieder der Treffer. Ups. Ja. War läuft rum. Ups, bisschen ausweichen. Unser Damage ist viel zu niedrig. War ist tot. Cube of Meat. Düpti-düdüdü. Und nächster Floor. Okay. Necropolis 2. Waren wir auf dem letzten Floor überhaupt im Item Room? Ja, waren wir. Stimmt. Da war was. Whoop. Überall Gurgles. Okay. Sterbt Gurgles. Okay, Gurgles alle tot. Bombe zur Belohnung. Gehen wir doch mal nach hier unten. Oh nö. Au. Okay. Also Sackgasse. Hm. Angel Filters. Oh, man sollte einfach mal checken. Guppy's Paw. Joink, joink, joink. Behalten wir mal 2 HP.
Ja. Wies. Champion Wies. Lief leider nicht wie geplant. Okay, Truhe. Schau mir, was ihr got. Mehr Bomben und ein Cent. Big Guts. Ja. Halbes rotes Herz. Item Room? Nein. Der Kopf vom Headless Horseman. Truhe. Pille. Bombs are key. Ausnahmsweise sogar mal nützlich. Nope. Alter! Alter! Fuck off! Geht doch. Furchtbar. Item Room. Ah, bewacht von Chubb. Natürlich. Okay. Whoop. Treffer versenkt. Chubb halb tot. Plus minus. Vielleicht dreiviertel tot, wenn es hochkommt. Jupp, yep, ouch. Und Chubb ist tot. Okay, Schlüssel. Item Room. Ouija Board. Spectral Tears. Hä? So viel zum Thema Spectral Tears. Nope. Viel zu viele Spinnen. Also ganz ehrlich, so sehr ich auch kein Fan von Daddy Longlegs bin, er tut seinen Dienst als Damage Output. Ich hatte es noch last second gemerkt, dass das die Brimstone Biester sind. Pille? Full Health. Nice, immerhin. Und wieder eine Dead End. Und noch ein Schlüssel. Jo, dann kann der Boss jetzt nur noch hier nach unten sein. Cent. Goldene Truhe, why not? Cricket Set? Nope. Überraschung. Blaufeuer. Bombenleeches. Noch ein Schlüssel. Hm. Hi Mom. Speed Mom. Goldene Truhe. Natürlich ist es eine Trollbombe. Und natürlich ist unser Damage Output absolut miserabel. Ups. Ups. Hand. Ups. Fuß. Ah, na komm. Nochmal Fuß. Hälfte von Mom geschafft. Oh. Okay, stimmt ja. Guppies Collar, dammit. Okay. Dann scheint es das gewesen zu sein. Gut, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.